Beginnen wir dieses neue Jahr und diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der Tag und Jahr geschenkt, der unser Leben trägt und lenkt, er sei mit euch. Liebe Mitfeiernde in LTV und über den YouTube-Kanal, ich grüße Sie ganz herzlich im neuen Jahr. Ein ganzes Jahr liegt vor uns mit all dem, was da uns widerfahren wird, uns als Einzelne, als Familien, als Gesellschaft und als Welt insgesamt. Wir haben es im Jahr 2020 erfahren, was da alles geschehen kann. Es könnte einem schwindlig werden. Wäre da nicht der gute Gott, der unser Leben trägt und hält? Am 1. Januar ist zugleich auch das älteste Fest der Gottesmutter, eine Woche nach Weihnachten. Das älteste Fest, das wir haben, wo wir ja nicht nur die Gottesmutter feiern, sondern auch uns, dass wir glauben können, dass wir zu der Botschaft, die uns jetzt wieder neu verkündet wird, sagen können: Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, auf dem wir gehen. Herr, erbarme dich unser. Du bist die Wahrheit, der wir trauen. Christus, erbarme dich unser. Du bist das Leben, das uns trägt. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er erneuere in uns seine heilvolle Gegenwart und schenke uns so das ewige Leben. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du uns Menschen das ewige Heil geschenkt. Lass uns auch im neuen Jahr immer und überall die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, die uns den Urheber des Lebens geboren hat. Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Numeri. Der Herr sprach zu Mose: Sag zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten
und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien. Schwestern und Brüder, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Mitchristen, es gibt Gesichter, die uns kostbar sind. Wenn ich an meine Eltern denke, fallen mir ihre Gesichter ein. Oder das Gesicht meiner Lehrerin aus der 1. Klasse. Für sie habe ich alles getan. Seit Gymnasiumstagen begleitet mich durch alle Stationen, bin schon 18 Mal umgezogen in meinem Leben, das Bild des alten Bauer von Van Gogh. Sie haben sicher auch Gesichter, die Ihnen kostbar sind, kostbar bleiben. In der 1. Lesung aus dem Buch Numeri haben wir heute gehört, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Der Herr wende dir sein Angesicht zu. Angesicht Gottes. Der größte Glaubensirrtum ist, dass man aus Gott eine Kontrollinstanz gemacht hat. Dass man aus dem Angesicht Gottes einen strengen, unerbittlichen Richter gemacht hat. Einer, der alles sieht, vor allem unter der Bettdecke. Er ist streng, ihm muss man gehorchen. Wenn man ihm nicht folgt, kommt man in die Hölle. Wenn man etwas Böses tut, etwas, das nicht regelkonform ist, er sieht's. Es ist schlimm, was dieses Gottesbild über Jahrhunderte gepflegt und in Kinderherzen eingepflanzt, bis heute für Auswirkungen hat. Noch alte, lebenserfahrene Menschen haben immer wieder Angst vor Gott. Ihnen ist mehr bewusst, was Sie in Ihrem Leben alles falsch gemacht haben, als dass es einen Gott gibt, der Ihnen mit seinem Angesicht Mut zuspricht, der Sie befreien will, der es gut mit Ihnen meint. Das ist fatal. Gott ist dann wie die Flensburger Sünderkartei, Verkehrssünderdatei, herabgewürdigt.
ohne Erbarmen werden da Punkt für Punkt gezählt über das ganze Leben hindurch. Es verjährt bei Gott nichts. Wie mild und gütig dagegen leuchtet uns das Angesicht Gottes eben in diesem aaronitischen Segen auf, den wir heute als erste Lesung gehört haben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Wenn sein Angesicht über uns leuchtet, dann kann uns nichts geschehen. Wie meine Lehrerin aus der ersten Klasse. Der Herr wendet dir sein Antlitz zu, voller Interesse, voll Anteilnahme, voller Zutrauen. Du kannst das, du schaffst das. Voller Geduld. Wenn nicht jetzt, dann später. Voller Empathie. Ich verstehe dich. Voller Leidenschaft, was dieses Wort im ursprünglichen Sinn bedeutet. Also einmal Mitleid haben, mitleiden, aber dann natürlich auch begeistert sein, begeistert mitgehen. So jedenfalls zeigt Jesus, von dem wir ja glauben, dass er wie kein anderer Gott abgebildet hat, Gott ist, so zeigt Jesus den Menschen das Angesicht Gottes. Er blickt den reichen Jüngling an und weil er ihn lieb gewann, sagte er zu ihm, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und dann folge mir nach. Er erzählt vom barmherzigen Vater, der den Sohn schon von Weitem kommen sieht. Ja, der den Sohn die ganze Zeit, als er sich von ihm abgewandt hatte, anschaute, sehnlichst anschaute. Er sieht die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Er sieht, dass die 5000 Menschen, die ihm den ganzen Tag zugehört haben, jetzt nicht weggeschickt werden können, damit sie sich in der Umgebung etwas zu essen besorgen. Er sieht, als er am See von Genezareth vorbeigeht, den Fischer Petrus und seinen Bruder Andreas und macht sie zu Menschenfischern. Er sieht den Aussätzigen, der niemanden mehr berühren darf. Oh, in diesem vergangenen Jahr konnten wir es so erfahren, wie schwer das fällt, niemanden berühren zu dürfen, nicht einmal die Hand zu geben. Er sieht auf die gekrümmte Frau, die nur noch den Boden sehen kann. Und erhebt ihr Angesicht. Sein Angesicht leuchtet den Menschen auf. Sie ahnen etwas, wenn sie Jesus sehen. Wie Gott schaut, wie er um uns bangt, wie er für uns hofft, ja, wie lieb er uns hat. Auch als Petrus versagt und ihn dreimal verraten hat im Hof des hohen Priesters, schaut Jesus zurück. Keine Spur von Vorwurf.
Petrus, verstehst du jetzt, was meine Sendung ist? Stellen Sie sich vor, Kirche hätte so ein Gesicht wie Jesus Christus, immer. Für alle Menschen, die sich aufgeben wollen, für alle Menschen, die mit dem Schicksal ringen, für alle Menschen, die verzagt sind, für die Menschen unserer Stadt, die vom Glauben überhaupt keine Ahnung haben, aber sehr wohl empfänglich sind für ein teilnehmendes, ein sie wahrnehmendes Gesicht. Liebe Mitchristen, dieses Anschauen Gottes wird uns heute am ersten Tag des neuen Jahres 2021 wieder zugesagt. Auch Sie, die Sie jetzt vielleicht ganz allein vor dem Fernseher irgendwo sitzen und meinen, kein Mensch schaut nach mir. Doch, Sie sind jetzt hier in dieser winzig kleinen Gemeinde mit dabei. Und Gott schaut Sie an. Er zeigt Ihnen sein Angesicht und schenkt Ihnen einen ganz tiefen Frieden, den Sie sich, den wir uns Menschen selbst nicht geben können. Auch jetzt dürfen wir mit dem Anschauen Gottes rechnen, wenn wir zu ihm aufschauen, wie er zu uns aufschaut und unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gott, unser Vater, dein Angesicht leuchtet in diesem neuen Jahr über uns. So finden wir immer wieder neu zur Sicherheit, zum Frieden, zum Heil. So bitten wir dich, lass dein Angesicht leuchten. Lass dein Angesicht leuchten. Über unseren Papst Franziskus, der besonders die Armen und Leidenden und zu kurz gekommenem im Blick hat. Lass dein Angesicht leuchten. Über den Verantwortlichen unserer Kirche, auch in unserer Stadtgemeinde, die den Menschen dein liebes Gesicht zeigen möchten. Lass dein Angesicht leuchten. Über allen, die sich in den politischen Gremien engagieren und nach Wegen des Zusammenwirkens und des Friedens suchen. Lass dein Angesicht leuchten. Über allen, die nach einem gütigen und verständnisvollen Gesicht Ausschau halten, vielleicht schon ihr Leben lang. Lass dein Angesicht leuchten. Über unseren Kranken, besonders den Schwerkranken, und allen, die sich in den Krankenhäusern und zu Hause um sie sorgen. Lass dein Angesicht leuchten.
über allen, deren Glück und Wohlergehen uns besonders am Herzen liegt. Lass dein Angesicht leuchten. Über allen, die in diesem Jahr sterben werden. Lass dein Angesicht leuchten. Guter Gott, in allem, was uns das neue Jahr bringt, vertrauen wir darauf, dass du uns mit deinem liebevollen Blick begleitest. Das glauben wir deinem Sohn Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Heute ist Afrika-Tag. Der Heilige Vater hat diesen Tag ausgerufen, dass wir den Ärmsten der Armen eine Spende zukommen lassen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Gabe, die Sie eben jetzt in diesen Zeiten überweisen. Danke. Lasset uns beten, barmherziger Gott, von dir kommt alles Gute und du führst es zum Ziel. Wir danken dir für den Anfang des Heiles, das du uns in der Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria eröffnet hast. Höre auf ihre Fürsprache und führe uns in diesem neuen Jahr näher zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Er, der unsichtbare Gott, ist sichtbar als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt, und ruft den verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heiliger Vater, denn du bist immer mit uns auf dem Lebensweg, besonders wenn uns Jesus, dein Sohn, versammelt zum Mahl der Liebe. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf uns und auf diese Gaben herab, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte gegenwärtig wird. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein in seine Hände, dankte dir wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Gütiger Vater, wir feiern das Gedächtnis unserer Versöhnung und verkünden das Werk deiner Liebe. Dein Sohn ist durch Leiden und Tod hindurchgegangen und auferstanden zu deiner Herrlichkeit. Schau herab auf ihn, Christus, der sich mit Leib und Blut hingibt und uns in seiner Hingabe den Weg öffnet zu dir, unserem Vater. Barmherziger Gott, schenke uns den Geist der Liebe, den Geist deines Sohnes. Stärke uns durch die Teilnahme an diesem Mahl und erneuere uns nach seinem Willen. Segne unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Gebhard und das ganze Volk deiner Erlösten. Lass uns mit Freude und Vertrauen unseren Weg gehen und Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind,
und aller Verstorbenen, deren Glauben niemand so kennt wie du, und führe sie zur Auferstehung. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns auf vor dein Angesicht und lass uns deine Herrlichkeit schauen. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit den Aposteln und Blutzeugen und mit allen Heiligen, dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Niemals wendet Gott seinen Blick von uns. Unser Glück liegt ihm am Herzen wie nichts anderes. So auf ihn schauend können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib doch Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, deine Rettung unter allen Völkern.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, in diesem neuen Jahr haben wir voll Freude das Geheimnis unseres Glaubens gefeiert. Lass es uns eine Hilfe sein, dass du uns nie allein lässt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern konnten, wenigstens übers Fernsehen verbunden. Sie waren mit dabei. Sie konnten mit zuschauen, mit feiern. Mit dem Segen Gottes, den ich Ihnen jetzt zum Schluss zusprechen darf, möchte ich Ihnen zusprechen, dass Gott auch Ihren Lebensweg mit seinem Angesicht anschaut, über ihnen sein Angesicht leuchten lässt. Von Gott her gesehen ist das ja immer klar, dass er unverwandt seinen Blick auf uns gerichtet hat, natürlich im Bild gesprochen. Aber von uns her gesehen ist das einfach immer wieder auch ein Problem, dass wir uns von den Dingen des Alltags ablenken lassen, ja, die müssen ja auch getan werden, und wir uns dann dessen nicht bewusst sind, dass er uns anschaut, dass er unser Heil, unseren Frieden will. Jetzt im Anschluss an diesen Gottesdienst ist wieder die Hotline geschaltet, die Heilbronner Vorwahl 07131 741 8000. Außerdem gibt es zum Dreikönigstag unter derselben Nummer jeden Tag eine Zeit, wo Sie jemanden von den Hauptamtlichen in der Seelsorge anrufen können. Gleiche Nummer 741 8000 von 15 bis 17 Uhr. Diesen Segen, dass Gott sein Angesicht über Ihnen leuchten lassen möge, das ganze neue Jahr bei all dem, was da geschehen wird mit Ihnen persönlich in Ihrer Familie, am Arbeitsplatz, aber vielleicht auch eben gesellschaftlich, weltweit, so wie wir das auch im vergangenen Jahr erlebt haben. Das darf ich Ihnen jetzt wieder neu zusprechen. Er möge Sie immer wieder so anschauen, dass Sie es merken. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem
Gott, unser Vater, der Quell und Ursprung alles Guten, gewähre euch seinen Segen und erhalte euch im neuen Jahr unversehrt an Leib und Seele. Er bewahre euch im rechten Glauben, in unerschütterlicher Hoffnung und in der Geduld unbeirrbarer Liebe. Amen. Eure Tage ordne er in seinem Frieden, eure Bitten erhöre er heute und immerdar. Am Ende eurer Jahre schenke er euch das ewige Leben. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin im Frieden.